mehrmals heute Morgen erwähnt worden, vor 5 Jahren gab es ja diese politische Entscheidung, die bilaterale Beziehung auf eine besondere Ebene hochzuheben. Wir sind ja sozusagen gegenseitig strategische Partner. Manchmal geht man mit diesem Begriff strategisch ein bisschen vielfältig um, aber wir haben mit Vietnam zum Beispiel die Vereinbarung eines strategischen Aktionsplans. Das, was wir heute schon in vielen Beiträgen angeklungen ist, ist schriftlich festgelegt. Wir haben uns gegenseitig verpflichtet, unseren Beziehungen konkrete Ziele zu geben, und die sind in dem sogenannten strategischen Aktionsplan verankert, der ständig weitergeschrieben wird. Also ich kenne kaum ein anderes Land, mit dem wir so eine Vereinbarung haben, und das ist sehr, sehr positiv. Ich will aber auch nochmal sagen, zum Grundsätzlichen, ich glaube, das, was im wirtschaftlichen Bereich die Perspektiven für eine Intensivierung so positiv macht, ist doch, dass es so viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen Deutschland und Vietnam, was die Verfasstheit unserer Wirtschaft angeht. Mit einer kleinen Ausnahme, die ich auch benenne. Ich glaube, unsere beiden Wirtschaften sind sehr stark exportorientiert. Und wir haben in Vietnam ja noch nur eine Entwicklung gesehen, dass Vietnam nicht nur für den eigenen Binnenmarkt produziert, der ja auch immer größer wird und mit der demografischen Entwicklung junge Konsumenten generiert, die natürlich Konsumbedürfnisse haben, die sich nichts unterscheiden von dem, was wir in der westlichen Industrialisierung kennen. Wir haben aber vor allen Dingen die positive Entwicklung, dass Vietnam ja zu einer Produktionsplattform wird für die ganze Region. Und diese Exportorientierung ist ja auch ein wesentlicher konstruktiver Bestandteil unserer deutschen Wirtschaft Verfasstheit. Und dann haben wir zweitens, glaube ich, ein Grundverständnis, in dem sich eben Vietnam eben auch von anderen Konkurrenten unterscheidet. Vietnam und die vietnamesische Führung denkt eben sehr viel wirtschaftsliberaler, sehr viel freihandelsorientierter als manche ihrer Konkurrenten. Und die Konkurrenz schläft ja nicht, auch in der Region, sondern die Konkurrenz wächst. Aber ich will darauf hinweisen, dass Vietnam ja auch sich dadurch auszeichnet, dass es schon ziemlich früh der Welthandelsorganisation beigetreten ist, also von praktisch 10 Jahren Standards aufgenommen hat, so wie wir es eben kennen, nicht nur im Verhältnis zu der Industrieländer. Und das insgesamt, glaube ich, macht die Gesamtrahmenbedingungen sehr, sehr, sehr positiv. Einen kleinen Währungswechsel gibt es natürlich, was die Verfasstheit angeht. Unser Rückgrat, lieber Herr Vizeminister Sonnen, nicht nur an der deutschen Wirtschaft, sind natürlich die kleineren und mittleren Unternehmen, die Treiber der Technologie sind. Auch unsere großen DAX-Unternehmen sind natürlich Technologietreiber, aber wenn Sie mal genau angucken, wo die Patente herkommen und wo die technologische Schub herkommt, dann kommt er aus dem deutschen Mittelstand. In Vietnam ist es ja so, da gibt es noch sehr viele Staatsbetriebe. Wenn ich das richtig erinnere, glaube ich, ist der Beitrag der Staatsbetriebe fast 60% vom Bruttoinlandsprodukt. Da unterscheiden wir uns noch ein bisschen. Ich glaube, wenn wir in Zukunft wirtschaftlich noch enger zusammenkommen wollen, müssen wir 3 Dinge tun. Erstens, wir müssen, glaube ich, noch intensiver, wie Sie gesagt haben, den deutschen Mittelstand unterstützen und ihm helfen, diese Hürden der geografischen Entfernung, der nicht-tarifären Hindernisse zu nehmen. Ich bin sehr froh, heute bei der Aufzählung, ich glaube, von Ihnen, der frühere Handelsminister, hat eine große Firma gefehlt, ein Mittelständler, der sich jetzt in Vietnam engagieren will, das ist Knauf, die Firma Knauf. Firma Knauf ist ein typisch deutscher Mittelständler, der weltweit unterwegs ist und im Bereich der Bauindustrie Zement produziert in Vietnam, in Haiphong, demnächst Gipsplatten, nicht wahr? Das ist ein schönes Beispiel für ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen. Die sind aber schon sehr stark internationalisiert, aber es gibt viele andere, die würden vielleicht gerne nach Vietnam ausgreifen, aber sie brauchen besondere Unterstützung. Insofern ist dieser Vorschlag, den auch Herr Staatsminister Beckmeier, Staatsminister Beckmeier angesprochen hat, die Schaffung eines Fast-Track-Mechanismus. Das ist ein Mechanismus, der im Grunde genommen eigentlich einen offenen Dialog ermöglichen soll, so wie wir es mit vielen schon vereinbart haben, ist vielleicht eine gute Idee. Und ich bin natürlich sehr froh, dass wir mit Botschafter Hung hier in Berlin, aber auch mit meinem Kollegen Christian Berger, unserem Botschafter, Christian Berger, mein früherer Mitarbeiter in
Hanoi wirklich sehr stark wirtschaftsaffine Diplomaten haben, die da ein feines Sensorium haben. Und ich glaube, wir müssen an der Front weiterarbeiten. Zweitens denke ich, Sie haben es nochmal erwähnt, Herr Vizeminister, wir sind der drittgrößte ODA-Geber, also im Bereich der entwicklungspolitischen Kooperation arbeiten wir mit Vietnam sehr engagiert zusammen. Und zwar, wir haben drei Schwerpunktbereiche. Wir haben Umwelt, wir haben Klima und wir haben berufliche Bildung. Und ich glaube, wir müssen da nochmal genauer hingucken, ob wir diese Schnittstelle zwischen dem, was wir in der Bereich der entwicklungspolitischen Kooperation machen, ob wir das nicht besser verknüpfen können mit den Außenwirtschaftsinteressen von unseren Firmen. Beispiel berufliche Bildung. Wir haben inzwischen in Deutschland aber auch Anbieter von beruflichen Bildung, die kommerziell aufgestellt sind, die nicht staatlich organisiert sind. Und wir haben natürlich gerade im Bereich Energie, glaube ich, es ist ja erwähnt worden von Ihnen, lieber Herr Tang, ich war die Rückwirkungen aus dem Klimawandel. Wir haben natürlich im Bereich erneuerbare Energie unheimlich viel technologische Kompetenz, die eben auch einen starken manufakturellen Aspekt hat. Ich glaube, da müssen wir intensiv hingucken. Und dann drittens, glaube ich, müssen wir als Bundesregierung darauf hinwirken, dass wir das Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit ihrem Land so rasch wie möglich mit Leben erfüllen. Das ist nicht ganz einfach, aber ich darf nochmal auch hier für diejenigen, die sich da im Detail nicht ganz auskennen, nochmal sagen, dieses Freihandelsabkommen, das wir die Europäische Union mit Vietnam abgeschlossen haben, ist von sehr, sehr hoher Qualität. Das hat einen sehr viel höheren Standard als das transatlantische Abkommen. Wir reden nicht nur über die Zoll, das Einreißen der Zollschranke, 86% sofort bei Inkrafttreten, 99% nicht mal aller Waren und Güter und Dienstleistungen im Übergangszeitraum von 7 Jahren, sondern wir reden auch nicht mal von dem Abbau nicht tarifärer Hindernisse, wir reden von dem Zugang zu dem Dienstleistungssektor. Also das ist ein Abkommen, das wirklich sehr, sehr ehrgeizig ist und das im Grunde genommen der besonderen Qualität der vietnamesisch-deutschen und vietnamesisch-europäischen Beziehungen entspricht. Ich glaube, das sind die drei Haltungsfelder, die wir angehen müssen und ich bin froh und dankbar, dass mit diesem Engagement auf vietnamesischer Seite, hier verkörpert sich die Botschafter und dem Engagement der Bereitschaft auf unserer Seite, ich bin da zuversichtlich und ich bin sicher, dass wir mit Geduld und mit Hartnäckigkeit und eben auch mit einer gewissen, wie soll ich sagen, Kreativität da gut aufgestellt sind und vorwärts kommen. Xin cảm ơn Đại sứ Hà Lan. Trong cái phát biểu